jeden Fall in einer eigenen Liga bis dato. Aber man darf auch nicht vergessen, sein Partner Alain Fagini macht das irrsinnig gut, kommt mit dem Druck, jedes Service zu bekommen, gut zurecht, wirkt sehr fit, tot motiviert und ihnen ist auf jeden Fall alles zuzutrauen. Ja, richtig. Heute haben wir auch die von uns gestern schon erwarteten Shark Attack Festspiele von Alain Fagini sehen dürfen. Ich glaube, im Finale wird es nichts anderes sein. Und jetzt zum Damenfinale. Die großen Favoritinnen aus Norwegen, die Zwillingsschwestern Henriette mit dem dunklen Haar und ihre Partnerin Pernille mit dem blonden Zopf. Die Zwillingsschwestern aus Oslo sind hier angereist mit jeder Menge Selbstvertrauen. Sie haben alle drei Stops der European Football League gewinnen können und ihre Gegnerinnen niemand geringerer als das niederländische Top-Team Evelyn Tobinga mit der Nummer 2 und Nienke Karabel mit der Nummer 1 in den blauen Dressen. Gleich werden die Portugiesen Alberto und Antonio diese Partie starten lassen. Es geht wieder auf 2 gewonnene Sätze bis 18 Punkte, ein etwaiger Entscheidungssatz bis 15. Ja, die Niederlande und Norwegen sind ja schon in der Gruppenphase aufeinander getroffen. Da haben sich die Norwegerinnen mit 18-12 durchsetzen können. Jetzt gibt es also die zweite Auflage dieses Klassikers. Nienke mit einem kurzen Ball und da nimmt Evelyn einen Ball, der höchstwahrscheinlich im Out gelandet wäre oder zumindest sehr knapp geworden wäre. Erster Punkt für Norwegen. Wie siehst du da die Chancen verteilt, Jakob? Es sind ja die zwei kompaktesten Teams. Kein Zufall, dass sie im Finale sind. Wenige Eigenfehler, es wird viel gerettet. Die Norwegerinnen sowieso unfassbar stabil durch die Zuhilfenahme der Brust, vor allem bei den Services. Ja, diese zwei Teams spielen Damenfootball auf einem anderen Niveau als die anderen. Hier ist der Service kein großer Faktor mehr, auch wenn hier ein Ass serviert wird, aber Annahmefehler sind eher Ausnahmen. Der Spielfluss wird dadurch nicht so sehr gestört wie bei vielen anderen Damenpartien, wo es regelrechte Service-Schlachten gibt. Ich hoffe, dass es ein spannendes, knappes Match wird. Ich wünsche mir 3 Sätze. Ich wünsche mir natürlich auch 3 Sätze, weil das wirklich die Creme de la Creme ist im europäischen Damenfootball. Da werden wir sicher einiges geboten bekommen und wieder mal dürfen wir Henriette dabei beobachten, wie sie ungewöhnlicherweise von links serviert und das, obwohl sie rechts spielt. Eine der Eigenheiten, die wir hier sehen werden, bei den Holländerinnen sieht man ja immer wieder hinter dem Rücken, auf der Rückseite der Hose, vor dem Service der Partnerin, dass angezeigt wird, wohin serviert werden soll. Sieht man auch nur bei Nienke und Evelyn. Hast du zufällig mit ihnen darüber geredet, worum es da genau geht? Ja, sie kommen ja vom Volleyball bzw. vom Beachvolleyball, wie auch die Herren der holländischen. Wow! Super Rettungsdauer. Wahnsinn! Schade, nicht? Ja, sie kommen vom Beachvolleyball wie auch die Herren der holländischen Delegation. Und da zeigt man ja mit den Fingern die Taktik, also den Block bzw. die Verteidigung an. Und ich gehe davon aus, dass sie es ähnlich machen. Normalerweise bespricht man die Verteidigung vor dem Punkt ganz normal. Aber sie machen es anscheinend so. Schauen wir, linke Zeigefinger ist ausgestreckt. Schauen wir, wie sie sich bewegt. Ich würde wirklich daran interessiert sein, ob das die Verteidigung betrifft, die Fingerzeichen, oder nicht das Service. Vielleicht können wir das ja noch herausfinden, wenn wir genau hinschauen. Ja. Jetzt wieder Nienke, zeigt sie irgendetwas an, ihrer servierenden Partnerin.
rechter Zeigefinger ist ausgestreckt. Das Service einmal auf Pernille und ein gutes Service. 5:3, 2 Punkte Führung für die Niederländerinnen. 5-3 in the first set of the women's final. The Netherlands are in the lead. Nienke and Evelyn. Ja, da sehen wir, was ich angesprochen habe. Zwei Kontakte mit der Brust bei den Norwegerinnen. Sie spielen sich den Ball eher nieder zu, aber dafür sehr präzise. Meiner Meinung nach ein großer Vorteil. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es das Service betrifft. Sie hat jetzt einmal den linken Zeigefinger ausgestreckt, da hat sie nach links serviert, dreimal den rechten Zeigefinger ausgestreckt, dreimal nach rechts serviert. Ich weiß nicht, ob das eine zu einfache Erklärung ist, aber ich werde dranbleiben und nachher schauen, ob sich diese Theorie bestätigt oder du sie widerlegen kannst. Pernille zu Surf. Super gesehen von Evelyn, das war ein gut angetragenes Service. Vielleicht auch etwas auf den Überraschungseffekt hoffend. Evelyn, ja, die vermeintlich stärkere Spielerin. Jetzt sehen wir den linken Zeigefinger ausgestreckt und die rechte. Ich würde sagen, links kurz wird es jetzt servieren. Nein. Dann habe ich. Sie serviert jetzt out. Sie sehen das nicht, liebe Zuschauer, aber Evelyn hat ihre Partnerin den linken Zeigefinger und die ganze rechte Handfläche offen präsentiert. Ich hoffe, dass wir nach dem Spiel kurz fragen können, worum es da geht, dass wir sie dann auch aufklären können, worüber wir uns da Gedanken machen. 5:7 jedenfalls aus Sicht der Norwegerinnen. Henriette Ingvaldsen am Service. Die Norweger haben ja auch eine relativ große Delegation hier mit in Luzern. Aus Familie und Angehörigen, Freunden und natürlich das Herrenteam der Norweger und der Schweden, die natürlich eine enge Freundschaft verbindet. Schweden und Norwegen trainieren oftmals gemeinsam. Service im Out, aber Evelyn gibt die Marschrichtung vor, da wird auch nicht wenig riskiert. Die Norwegerinnen beim Service relativ geradlinig versuchen, Nienke zu treffen. Und ein unsauberer Kontakt von Pernille. Die beiden Norwegerinnen spielen ja auch Fußball auf hohem Niveau. Das sieht man natürlich mit viel Ballgefühl operieren die beiden Schwestern. Super gerettet von Henriette, nur kein Fehler jetzt. Ah. Frust bei Pernille, den hätte sie wahrscheinlich besser mit dem rechten Fuß spielen sollen. Ja, wäre vermutlich die bessere Wahl gewesen, wobei sie eigentlich genug Ballgefühl und genug Kraft hat, um den auch mit der Stirn drüber zu bringen. 9:7, also 2 Punkte Vorsprung für die Niederlande. Nine-eight for the Netherlands now. The sides are about to be changed after this point. Henriette Ingvaldsen to serve. No luck there for the Dutch girls. And Henriette and Pernille from Norway arrived here in Luzern with loads of silverware in their luggage. The titles from Graz, Schwäbisch Gmünd and Albufeira. They were dominating
the series. 10-8. We had a wrong score beforehand, sorry. Sloppy touch from Ninke. Also, the game for third place was very interesting to watch between Italy and Germany. Germany playing very strong. But the two top teams fight for the title right now. A lot of spectators. If you have any question, let me know. We read your comments on the Facebook live stream. Nice defense from Evelyn. Lovely second ball there from Ninke, giving them the lead again, 11-10. Ja, die sehen wir wieder den linken Finger ausgestreckt, Service nach links, gutes Service. Die beiden Holländerinnen sind ja mit zwei Top-Spielern liiert und spielen sehr viel Mixed-Football bei ihnen daheim. Das hilft natürlich auch ungemein, dann gewisse Bälle zu verteidigen. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch ein großes Plus der deutschen Mädels, die ja gleich wie zum Beispiel Joel Nieslein, den wir vorher im kleinen Finale gesehen haben, dem Footballclub Hertha BSC Berlin angehören und so viele gemeinsame Trainings veranstalten und durch das Spiel mit und gegen Männer das Spiel natürlich schneller wird und eine andere Dynamik bekommt, was dann sehr hilfreich ist, wenn man ausschließlich gegen Frauen in einem Turnier spielt. So ist es, mittlerweile 12 beide. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass besagte Herrschaften, nämlich Ben Spanberg und Marcel Birser, den Livestream mitverfolgen von zu Hause aus. Liebe Grüße an dieser Stelle. Gutes Service und eine vernünftige Entscheidung, da den ersten Ball zurückzuspielen. Und super Angriff von Pernille. Die Norwegerinnen bleiben dran. Close game here in the first set of the women's final of the European Football League 2019 in Luzern. We are looking for our European champion. Long serve might have been out. Hard to say, was very strong. And the Dutch girls are pretty tall, so if they have to head it, could have been out. Yeah, pretty tall. Ninke with number one, 1.76 meters, and Evelyn 1.78 meters. Henriette and Pernille are 1.76 meters, respectively 1.74 meters. And 2 points leading now, Norway. Clever timeout here from Evelyn and Ninke. We see Martijn ten Dois approaching the timeout area of the Dutch girls with a piece of advice. And on the other side of the pitch, we see Alexander Morland Carlsen
telling the girls from Norway what to do. One-minute timeout. We're back. 15-13, Henriette to serve. Oh, tricky serve, but very well saved from Evelyn. Ball is just out. Nice rally with the better end for the Dutch girls. Two points difference, crucial point for the Dutch girls now. Evelyn Dobinga to serve. Und wieder ein Punkt von Evelyn. Emil Lindström from Norway is watching again. Hello, Emil. Wishes to Norway or wherever you are at the moment. I'm glad you're watching. Henriette and Pernille fight for the title of the European champion. Another timeout, this time from Norway, after the Dutch team made the last 2 points. Christopher Fjordeaskog, the president of the Norwegian Football Federation, is also here in the stadium, watching very closely, obviously. Interesting game, just what we expected, very close match. Now, the team's coming back from timeout. Let's see what Evelyn is going to do. Good ball from Henriette. Very well done, saving this point. Pressure is on the Netherlands now. Pressure is on Nienke Karrenbelt, who is most probably about to receive the next serve. Set point for Norway. And that's well played. 18-15 for the favorites from Norway. Just one more set missing for the perfect season, so to say. Norway has not lost a single set in this tournament here.
mit Jonglieren, den Ball jonglieren, dann kann er sich jetzt melden. Also da suchen zwei Leute, die zusammen mit dem Nils ein bisschen den Ball hochheben. So, der erste Satz geht also an die Favoritinnen aus Norwegen, die in diesem Turnier noch keinen Satz abgegeben haben. In der Gruppenphase 18 zu 12 gegen die Niederländerinnen und jetzt also 18 zu 15. Würde mich nicht wundern, wenn die Niederländerinnen den nächsten Satz für sich entscheiden könnten. Peter Denat Tabatabai is cheering on Evelyn and Ninke in our comment section. Feel free to ask anything you're interested in. Right now, we're seeing a competition going on with a spectator. The mister is making a good impression here in this competition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Very well done. Applause from the crowd. And the mister wins a foot volleyball. I would love to see a female competitor right now playing with Niels Fehr, Swiss top player. No, I think the second ball is going to be given away as a present. That's it. Two young Swiss kids are happy and are going to play foot volley very soon. And we're back with the final of the European Foot Volley League, looking for the European champion here of the women. Anne-Line Gudbjørgsrud is cheering for Henriette and Pernille. Wishes to Norway, Anne. Norway is in a good spot right now. We're able to take the first set and are looking for the perfect season with wins in Graz, Schwäbisch Gmünd and Albufeira. And now here they start the second set. Good reception from Ninke. And a very, very well-placed ball. Evelyn Tobinga to serve. But that's what Czech and me were talking about before the game. Very stable reception of Pernille and Henriette. Kevin Knees schaut zu, liebe Grüße nach Hause. Einer der vielen Footballer-Liebhaber aus der österreichischen Hochburg, Graz. Ja, du hast keine Sekunde zu spät eingeschaltet, lieber Knees. Zweiter Satz im Damenfinale. Den ersten Satz konnten
die Norwegerinnen mit 18 zu 15 für sich entscheiden. Jetzt steht es also 3 zu 0. 3 zu 1 für die Niederländerinnen und danach wartet auf uns das große Finale im Herrenbewerb zwischen den Topfavoriten aus Portugal und dem Überraschungsteam aus Italien, Federico, das Wunderkind Jacopucci und allein Mr. Shark Attack Faccini. Dieses Service ist im Out. 4-1. Die Niederlande mit dem besseren Start und in der Zeitlupenstudie sehen wir, wie knapp diese Angelegenheit war. Jeder Punkt ist natürlich ungemein wichtig. Wunderschöne Schulterannahme von Evelyn und wunderschöner Angriff. Das ist wirklich Footvolley auf Top-Niveau. Seitenwechsel 5-1. Alle 6 Punkte werden die Seiten gewechselt. Ninke is trying to shark this one over the net while standing. But we have seen a couple of beautiful shark attacks in the women's competition as well. Great defense from both teams. Now, Jackie, danke. What do you think about the second set now? Netherlands with a better start, 6-2. Are they going to take this one and grant us our wish for a free set match? Yeah, they seem very stable now. Also are able to put some pressure on the Norwegians, so they can't play the very secure footballer with chest, and header. I think the next few points will be important. If the Netherlands are able to keep the distance between the two teams, not like this. Good serve. The second time already that Nienke makes a mistake when doing a standing shark attack. Yeah, the set from Evelyn, not perfect. I like this. These second balls are very, very well played. The Norwegians are surprised by this, and they very often lead to a direct point. True. And now, important point before the teams change sides. This is going to be, yeah, it is 4 points difference. Feel free to comment our Facebook live stream. What do you think? Who is going to take the title? Who is going to take the second set right now? The Dutch girls, Evelyn and Nienke, or the twins from Oslo, Pernille and Henriette?
nice attack from Ninke. Perfectly played. Ja, die Holländerinnen wirken jetzt entfesselt. Sehr stark, wie sie da jetzt aufspielen können. In Satz Nummer 2. Diese Schulter ist sehr, sehr sicher von Evelyn. Anders als dieser Kontakt von Pernille. Und jetzt ist es schon langsam Zeit für eine Timeout. Jackie, ja. Sehen die Norwegerinnen genauso. Ist der Zug schon abgefahren? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube jetzt mit vielleicht einer Taktikänderung. Ihr Trainer Alexander Marland-Karsten kommt schon zu Ihnen. Das sieht man jetzt nicht. Aber ist bei jeder Timeout bei Ihnen gleich wie bei den Niederländern. Da kümmert sich die Delegation um die Taktik. Pernille bekommt da sogar eine kleine Massage. Ich glaube, wenn sie sich wieder auf ihre Stärken besinnen, können sie auch diesen Satz noch herumreißen. Zurzeit sehe ich jedoch die stark aufspielenden Holländerinnen im Vorteil, die viele Punkte direkt verwerten können, ihr eigenes Spiel aufziehen, was natürlich immer von Vorteil ist. Ja, und dieser Vorteil beträgt sage und schreibe 6 Punkte. Das Momentum auf Seiten der Niederländerinnen. Ninke am Service. Wow! Aber da sieht man genau das, was du angesprochen hast. Sichere Kontakte, Brust, Kopf von den Norwegerinnen. Ja, ein super gespielter Spielzug. Abgeschlossen mit einem Angriff durch die Mitte, schwer zu verteidigen. Die Holländerinnen waren zwar noch dran, aber können nicht übers Netz befördern. Ah, der ist out. Der Ball ist im Out. Das war auch ein unnötiger Fehler. Eigentlich ein gutes Aufspiel. Genauso hilft man den Holländerinnen, den Norwegerinnen natürlich zurück in diesen Satz zu kommen. Service ist im Out. Da konnte Pernille nicht die volle Diagonale ausnutzen. Zu mittig. Super erster Ball von Inke. 6 Punkte Vorsprung wiederhergestellt. 2 Punkte für Norwegen, jetzt 2 Punkte für die Niederlande. Und die Seiten werden gewechselt. Jackie, ich sehe, dass du neben mir im Footvolle-Gewand sitzt. Hast du heute auch schon spielen können. Es gibt ja 3 Plätze hinter der Tribüne zu unserer Linken, wo natürlich alle Footvolle-Süchtigen spielen können. Ja, ich würde mich auch... Oh, schöner Seitfallzieher. Ein Ball, den man nicht so oft sieht. Auch ein Erfolg gekrönt. Den dürfte sie das ein oder andere Mal schon beim Fußball gemacht haben. Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich habe schon die Gelegenheit gehabt, 4 Sätze zu spielen. Und zwar mit den 2er-Teams aus Spanien und Portugal. In Österreich haben wir nicht so oft die Gelegenheit, gegen verschiedene Teams zu spielen. Deswegen versuche ich das immer gern bei internationalen Turnieren zu nutzen. Die Beziehungen untereinander sind sehr amikal, sehr freundschaftlich. Da spielt jeder mit jedem. Mit wem hast du gespielt? Ich habe mit Pedro Salvador gespielt, einem
meiner Vorbilder. Ein irrsinnig intelligenter Spieler, der mit 39 Jahren noch irrsinnig fit ist. Hat er auf der rechten Seite gespielt? Er hat auf der rechten Seite gespielt. Und ich habe auch noch mit Nacho, dem Spanier, gespielt. Ist auch interessant zu sehen, wie, wenn man mit verschiedenen Partnern spielt, dass man auch sein eigenes Spiel ein bisschen umstellt. Man merkt nach ein paar Punkten, dass ein Spieler das Aufspiel vielleicht anders haben will. Die Verteidigung muss besprochen werden. Einfach ein bisschen, um das automatisierte Football ein bisschen aufzubrechen, das man ja doch hat, wenn man immer mit dem gleichen Partner spielt, ist es manchmal abwechslungsreich, den Partner für einzelne Trainingssätze zu wechseln. Das habe ich heute gemacht. Werde mir aber natürlich keinen Satz mehr entgehen lassen. Alles klar. Ja, du hast es angesprochen, neue Ideen, neue Spielphilosophien, neue Reize können natürlich das Football auf ein neues Level heben. Mittlerweile 10-13 nach einem Ball außen an die Linie, einem Annahmefehler von Linke. Schöner Angriff, aber die Holländerinnen verteidigen fast. 11-13 beim Seitenwechsel, nur mehr 2 Punkte Rückstand, was man selten sieht bei den Norwegerinnen. Auch jetzt ein Angriff im Sprung. Jakob Knaas ist vor dem Bildschirm zu Hause in Österreich. Liebe Grüße, Jakob. Du siehst den zweiten Satz im Damenfinale zwischen Norwegen, wow, und den Niederlanden, und du siehst eine spektakuläre Rallye und jetzt wieder die Norwegerinnen am Drücker. Im Anschluss sehen wir das große Finale dieser Football-Europameisterschaft zwischen Portugal und Italien. Gute Annahme von Linke. Aber der Angriff landet im Netz, 13 beide. Die Niederländerinnen haben noch ihr Timeout als kleines Ass im Ärmel. Da sollten sie jetzt auch einmal diese Möglichkeit in Erwägung ziehen. Flache Annahme, aber super ausgebessert von Evelyn. Und die Norwegerinnen bringen den Ball zurück. Wieder ein Angriff im Sprung. Bravo an alle 4 Mädels, die da am Platz zeigen, was sie drauf haben. Spektakulärer Ballwechsel. Und auch der Ball landet im Netz, somit wieder 2 Punkte Vorsprung für die Niederlande, die das Ganze ohne Timeout runterspielen, wie es scheint. Ein leichter Fehler von Pernille. Oh, der Ball bleibt an der Netzkante hängen. 15-14 for the Netherlands. Very, very high level game now in the final of the European Football League Championship. We are on the lookout for European champions here. Henriette and Pernille from Norway were able to win the first set. Wow. Oh my dear. My oh my. Pernille. Let's have a look at the replay. Going up all the way and putting a shark attack over the net. And that's when the Dutch team say, stop for a moment, please. Time out. That's too much what you're producing there.
Adrenalin. 2017, Fußball-Europameisterschaft, Daniel Klienz, Luzern, Schweiz, Europa und Rettungsdienst. So, the decisive phase of the game is going to go down after this timeout. I have a look at the two Italian players. Both are warming up, stretching. Federico Jacopucci and Alain Facchini are prepared. Should Norway win the second set? And it's exactly the close match we were expecting and we were hoping for. Crucial point right now, who is going to take the lead? Now Henriette serving from the right side. We've seen her serve a lot from the left. She's going for Nienke, going for the middle. Very good serve, very long. Yeah, might have caught the line. Good attack there from Pernille. Celebrating this so important point, 17-15. And we have two championship points. Championship points for Norway. Henriette Ingvaldsen to serve. Looking for another title this year. And that's out. Henriette and Pernille celebrate the title. European Championship goes to Norway. And there's Alexander Marland Carlsen, the coach of Norway. Congrats to Norway. Congrats to Evelyn and Nienke, who played a great tournament, great final. So they are the runner-up, 18-15, 18-15 for Norway. Norway, in their first year on the European Football League Tour, were able to win all of the tournaments. Absolute domination. Now we will be enjoying summer samba. And then we're having a look at the decision in the men's competition. Stay with us a couple of minutes and we're about to see the great final between Felipe Santos with his partner Miguel Pinheiro and the Italians Alain Facchini and Federico Jacopucci.
Sängerin Candela. Candela. Brasilianisches Blut, brasilianische Musik, aber Schweizer Blut. Beste Liste. Präzision natürlich. Gibt's noch Rudi? Ja. Prepare Candela.